Samus ist zurück! Yay! Und sie hat Let's Play Markus mitgebracht! Buh! Was? Jedenfalls machen wir weiter bei Metroid Samus Returns! Und wir sind ja hier stehen geblieben. Ich habe gerätselt, wo es weitergeht mit dem Crabble Beam. Befanden uns zuletzt ja hier rechts in Zone 3. Da ist der Metroid im roten Bereich. Dann steigt er in den Teleporter, der sich hier mittig befindet. Und ich kann jetzt hier weitermachen. Falls ihr euch erinnert, da waren wir ja schon mal, da waren Metroid. Und hier rechts ist der Crabble Beam gefragt. Das ist meine große Hoffnung hier. Und ja, da könnte was dahinter stecken. Also ein ganzer Gang ist da, ja. Deswegen gucke ich mir das auf jeden Fall mal komplett an, ne? Ah, die sind mir nicht geheuer. Dann gehe ich einfach. Ein Metroid ist in der Nähe. Aber irgendwo steckt auch ein Item. Ach komm, ich mach's mir ein bisschen einfacher. Zu meiner Linken. Was brauche ich da dafür? Raketen? Ich war am Gucken. Ich habe den Container, also den Block, so noch nicht oft gesehen. Mehr Raketen heißt mehr Raketen heißt mehr Raketen. Funk Royal. Habt ihr auf Twitter mitbekommen, ne? Ich habe ja erwähnt, dass das Metroid-Urgestein Funk Royal. Während ich am Let's Play, da soll hier auch Metroid Samus Returns Let's Play, ist ja ganz klar. Und das wurde ihm geschrieben. Und er meinte, klar, macht er. Er meinte mir zuliebe. Bin sehr gespannt. Ich habe ausdrücklich gesagt, nicht streamen, Let's Playen, wie damals, 10 Minuten Parts. Ja toll, jetzt habe ich wieder fast keine Energie. Das ist echt lästig. Die ziehen so viel Energie ab, geben aber nur 10 verdammte Punkte. Wenn ich das richtig gesehen habe. Metroid-Spiele waren noch nie so die allerleichtesten. Aber das ist heutzutage, ist man das gar nicht mehr gewöhnt hier. Pass auf. Ihr meintet auch? Ja, wenn ich drauf ziele, wird egal welchen Beam ich anhabe, direkt, ja. Da schwankt das über. Ich habe das gerade gesehen. Nur mal zur Demonstration. Ich habe den Wave Beam ausgewählt. Das wird trotzdem so. Ne? Schön, praktisch. Und ihr habt mir auch ein paar Tricks verraten für die Gamma Metroids. Da freue ich mich schon auf den nächsten. Wenn ich das ausspielen kann. Mein Triumph. Ah, diese Vogeltypen. Also du bist mir schon mal absolut... Na komm, trau dich. Ich muss ja ein bisschen vorsichtiger werden. Das bringt mir nichts, hier durch zu speeden. Oder speeden zu wollen. Wenn es am Ende mein Nachteil ist. Ich sag mal so, wenn ich jetzt wieder... Ich muss meine Energie hochhalten für die Wahrscheinlichkeit, dass ich alsbald... Toll. Das war keine Absicht. Wieder ein Metroid hier auftut. Geht einfach so schnell down. Da ist ein Weg. Höher kann ich nicht. Ich glaube, höher will ich erstmal nicht. Gucken wir mal hier rein. Ach, ich hasse euch. Wird die Energie hier aufgefüllt? Das wäre schon ziemlich geil. Oder die Missiles. Die Energie. Krass, Mann. Dann gefällt mir das. Seht ihr das auf der Karte über uns? Da ist ein Weg zu einem Bereich, wo schon ein Metroid war. Ich will mal ganz kurz... Jetzt habe ich Energie, jetzt kann ich ja oben einen dicken machen. Gegner respawnen auch. Don't make a bullshit with me. Oder ist eine gehäutete Metroid-Hülle? Eine gehäutete Hülle vor allen Dingen. Das nächste Duell lässt wohl nicht mehr lange auf sich warten, aber das ist ja das, wofür wir hier sind. Das ist unsere Pflicht. Hier wird er sein. Okay, Gamma Metroid. Es ist ein Alpha Metroid. Ich wollte einen Trick zeigen. Da kommt so einer. Okay, okay, nicht ganz unterschätzen. Die Umgebung ist natürlich für ihn günstig. Ja.
reingezimmert, Mann. Ich dachte, es sah schon wieder aus wie so eine Sequenz. Also den kriegen wir hin. Das, obwohl ich keine Missiles mehr habe. Ein bisschen mit dem Charge Beam arbeiten. Ich hab keinen Bock. Erstmal der Ice Beam. Weil ich glaube, Ice Beam bringt sowieso mehr als der Wave. Weil ist halt Metroid. Die sind so aufgebaut. Blöd, aber am Ende ging's ja. Dann könnt ihr mir hoffentlich ein bisschen verzeihen. Ich habe jetzt 7 Metroid DNS. Oh, da oben geht's direkt weiter. Das ist ja sehr erfreulich. Scheint nicht so, als wäre das irgendwie cool. Moment. Bestimmt kann ich da noch nicht hin, oder? Das ist immer das Falsche. Oh, ich kann hier ein bisschen farmen. Die Zeit müssen wir uns gönnen, in jedem Falle. Das ist auch nicht ohne Grund da, bin ich mir ziemlich sicher. Ups, oh no. Weil eben Metroid kam und dann der nächste. Gut möglich, dass das jetzt halt der Alpha-Metroid hier war. Und als nächstes kommt ein Gamma-Vieh. Wollt ihr wissen, wie viele Zonen es gibt in diesem Spiel? Das ist ja Zone 3. Was meint ihr, wie viele gibt's? Ist Zone 3 die letzte oder gibt es 4 Zonen? Das wäre ja eine runde Sache. Oder 5 oder gar 6. Das wäre schon viel, ne? Dachte ich mir auch. Die Wahrheit ist, ich hoffe, da werden jetzt nicht die letzten Zuschauer des Let's Plays sich jetzt auch noch verabschieden. Es gibt 8 Zonen in Metroid Samus Returns. Und das ist die dritte. Aber keine Angst, die dritte Zone ist mit Abstand die größte. Anscheinend. Bin ein bisschen geschockt, aber man kann sich auch an der Anzahl der Metroids halt orientieren. Sprich, 20 sind übrig und das sind jetzt exakt, jetzt sind es exakt die Hälfte. Ne? Nur damit wir uns richtig verstehen. Haut er noch Energie hinterher? Wir haben die Hälfte der Metroids besiegt. Wohlwissend die schwächere Hälfte. Mit ganz vielen Alpha-Metroids, aber... Was willst du machen, ne? Was willst du machen? Da kann man immer gucken, wie weit man im Spiel vorangeschritten ist, denke ich, würde ich sagen. Ne? Hätte man sich hier auch einen eleganteren Lösungsweg suchen können. Dass man nicht eine halbe Stunde auf eine Stelle ballern muss. Aber ich hab's halt nötig, ne? Ich hab's halt einfach nötig. Verdammt Axt. Greif nochmal an! Nur benebelt ist er überhaupt verwundbar. Und er kann sich auch noch lösen. Ich habe keine Missiles drauf gefeuert. Ich glaube, ihn schockiert so schnell gar nichts. Das geht nicht, das geht nicht. Was geht eigentlich bei dem? Gar nichts, Mann. Anscheinend wirklich nur, um den zu betäuben und abzuhauen. Aus Gründen. Jetzt der nächste im feurigen Bereich. Oh, das ist uncool. Ich sehe schon, was verlangt ist. Ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass man hier... ein Metroid, Kampf hat. Doch, doch, hier oben schon viel eher. Es kommt aber keiner. Was darauf zurückzuführen wäre, da ist auch wieder so ein Punkt, wo die Metroids wieder abbauen, dass wir unseren Weg fortsetzen müssen und dass wir dann, wo die dann später nochmal kämpfen, aus Gründen. Naja. Schupp. Huch.
Okay. Eine Geschicklichkeitspassage. Man kann aber relativ nur ahnen, wo die Kollegen sind. Ja, okay. Okay, okay. Wollte schon sagen, kann ich so abkürzen? Ja. Wollte das sagen, jein, aber ja. Gamma Metroid. Schön, ich habe mich auf dich vorbereitet. Man kann den auch kontern. Und das habe ich voll übel vor. Hatte gehofft, dass er mich so nicht erreicht. Hatte mich bislang ganz schön auf die Hörner genommen. Das ist nicht cool. Ich wollte das anders haben. Naja. Wenn er nochmal auf dem Boden... Wenn er jetzt zu mir kommt... Ach, nicht das! Jetzt ist er gepanzert. Ich habe ein paar Versuche. Guckt euch das an! Ich hoffe, das sitzt. Geiler Move, ne? Geiler Move. Habe ich nicht gewusst, habt ihr mir auch in die Kommis geschrieben. Danke dafür. So, ich glaube... Obwohl, kann der überhaupt irgendwo hin... Ich war gerade im Überlegen, kann der überhaupt in einen anderen Raum fliehen? An der Stelle? Wir werden es noch nicht erfahren. Ich glaube aber nicht. Ach, ist schon... Ja gut. Unbelehrbar. Wer am längsten? Ah, ist direkt hier. Das spart Zeit und Nerven, danke. Das sehe ich manchmal nicht kommen. Bin ich ganz ehrlich. So, kraxel nochmal hoch und mach nochmal. Schade. Aber jetzt. Nee. Auch nicht. Auch nicht. Jetzt vielleicht. Es wär's gewesen. Aber ich kenne dem seine Bewegungs... Der rührt sich ja auch relativ wenig. Naja, ihr habt den Move gesehen. Ich finde ihn etwas schwer zu vollführen. Weil man halt nicht 100%, oder ich zumindest nicht 100%, ich weiß, was für einen Angriff bereitet er überhaupt vor. Macht relativ wenig Anzeichen. Man kann das auswendig lernen. Logo. Probier es halt nochmal. Ja, das war's, aber das schlechte Timing. Kill mich, komm. Und jetzt machen wir nochmal einen Kampf und ich mache jetzt ernst. Kennt ihr das? Egal, Mario Party, Mario Kart. Der Freund, der immer sagt, jetzt mache ich ernst. Bis jetzt habe ich dich... Oder ein Smash. Ich hab dich gewinnen lassen. Aber jetzt mache ich ernst. Das sagen sie alle. Ja, Smash ist so ein gutes Beispiel. Aber Mario Kart auch, schon zu Super Nintendo Zeiten. Bis heute. Gleich mache ich ernst. Sonder erstmal dein komisches Zeugs ab. Ja, nicht treffen lassen ist oberste Devise. Okay. Das kündigt sich ja an, weißt du? Und das Rammen auch. Aber eben den Laserstrahl, den sehe ich nicht kommen. Vielleicht jetzt? Nein, 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 mach was anderes. Komm hoch. Move! Na, ah! Das war gemein. Wieder nicht der Move. Aber da kann ich gut aus dem Weg. Schau ihn ins Antlitz! Da kriegst du die Missiles, Digga. So viele sind das gar nicht. Zählen die überhaupt mehr? Es sieht einfach nur cool aus, glaube ich. Sieht nicht mehr als solche Missiles. Ich stehe dir relativ ungern gegenüber. Aus solchen Gründen. Probier's. Ah. Das
Das war auch nicht cool. Hab ich. Ja, man kann ihn studieren. Ich freue mich ja schon auf die anderen Metroid-Formen. Wer weiß, dauert vielleicht nicht mehr allzu lange, bis wir den ersten Zeta-Metroid begegnen. Na, das wird ein Fest. Das wird auf jeden Fall ein interessanter Part. Shit! Den gehe ich auf jeden Fall mit der notwendigen Ruhe an, bis jetzt. Ah, das wäre... Ich habe mich noch darauf konzentriert. Nee, musste nicht. Passiert. Oh, ich bin... Naja. Ist ja jetzt gehen zu oft daneben. Dann vielleicht jetzt doch hier den. Hit. Es wird so sehr ein Krampf. Für mich wie für euch. Aber wir haben heute schon einen Metroid gekillt, okay? Schade, ich habe mir gerade eben viel Zeit gegönnt. Mich lange gewehrt. Kontinuierlich Schaden zugefügt. Am Ende hat es nicht gereicht. Wir müssen noch geduldiger werden. Und ich darf nicht so viele Missiles einfach so in einem sehr spitzen Winkel versuchen. Shit, Mann! Okay. Ich probiere mal, ob er hier... Ich spekuliere drauf, dass er hier mir wieder so vor die Rampe fährt. Yes! Ist doch immerhin etwas. Ein guter Treffer dabei. Aber ich muss auch einstecken. Komm hoch! Bist du ein Mann oder eine Maus? Schande. Und hier oben könnte es wieder zu einem Konter kommen. Warte. Fast. Und das war's. Sah viel bequemer und viel eleganter, professioneller aus, der zweite Metroid in diesem Part. Es verbleiben 19 Stück. Das klingt schon viel weniger, oder? Nur noch 19 im gesamten Spiel. Gut. Ich schätze mal, genauso muss ich halt auch wieder raus. Ekelhaft. Der Schuppen hier. Ist das ekelhaft. So, da waren jetzt zwei Metroids. Aber ich kann unten, da wo ich ja erst dann wieder zurückgegangen bin, da wieder hinlatschen, um die letzten beiden Metroids hier in Zone 3 hoffentlich ausfindig zu machen. Ich werde mich ein bisschen healen. Nicht 100 Jahre, aber ein bisschen gönne ich mir jetzt doch. Also wir sehen... Und ach so, das ist ein ganz anderer Bereich. Wenn ihr auf die Karte guckt, also da ist der rote Bereich, wo der Metroid drin war. Und darunter war ja auch ein Metroid. So, aber das war ganz woanders. Und ich weiß nicht, was ich dafür brauche, um an das Secret zu kommen. So, soll reichen für den Augenblick. Ich mag ich ebenfalls nicht. Gelben Flatterer, die nicht angreifen, sodass man sie gut kontern kann. So. Hier war Energie, ne? Ja gut, hätte ich mir gerade sparen können, so ein little bit, aber... Man weiß ja nie, was einem auf dem Weg erwartet. So ein SAX bricht durch die Wand.
Ich hab gelernt, ne? Jahrelang Metroid-Erfahrung. Ah, ja, okay, vollgegeben. Und hier wird auch gespeichert. Das scheint schon ein größerer Bereich zu sein und da hoffe ich mir natürlich die letzten beiden Metroids. Wenn die schon Heilung und Speichern ist, also muss das irgendwas bedeuten. Was ist das für ein Crabble Beam? Bringt das zum Einsturz? Pass ein bisschen auf. Sag mir nicht, es gibt einen Boss? What? Er haut ab. Gut möglich, dass wir den wiedersehen werden, aber wir haben ihn reaktiviert. Der darf uns gar nicht böse sein. Oder er wollte reaktiviert, also deaktiviert sein. Ihr kennt das vielleicht von Dragon Ball und Son Gohan, diese Filler-Folge mit dem Roboter, ganz am Anfang. Bevor Vegeta und Nappa auf die Erde kamen. Gut, geh ich erstmal hier entlang. Der Roboter wollte unbedingt abgeschaltet sein. Und Son Gohan, die Heulsuse, hat ihn immer wieder aktiviert. Ach, das geht nur von der anderen Seite. Yep. Könnte ein Short-Kack vor allen Dingen. Ein Short-Kack zurück sein. Ja, komm her. Ah, es kommt davon, wenn man noch den Crabble Beam ausgerüstet hat. Und der ist halt böse. Stimmt, geht der auch zu besiegen, aber ich habe nicht spitz gekriegt, nicht gerieben bekommen. Wie der zu behandeln ist. Das hätte mir auch nicht geheuer. Ein weiter Weg schon mal. Was aber auch ein gutes Zeichen sein kann, oder? Genau, das wollte ich erreichen und trotzdem versemmelt. Aber ich habe auch einen Mini-Delay. Auf meinem Monitor, ne? Nicht vergessen. Könnt ihr auch nichts dafür, ich weiß. Die Gegend ist auf jeden Fall interessant. So ein fettes Vieh. Und wir sehen wieder eine Metroid-Häutung. Allerdings schlägt es noch nicht aus. Was heißt, der Metroid muss, wenn, dann weit weg sein. Was wiederum heißt, er hat sich vielleicht zweimal gehäutet. Und es könnte sich um einen... Ne? Auch um einen Gamma-Metroid handeln. Nicht, dass ihr jetzt was anderes denkt. Die erste Hülle stammt halt von dem Original-Metroid. Finde ich ein bisschen schade, dass man die eigentlichen Metroids hier gar nicht so bekämpft. Aber die sind halt immuner als die Alpha-Metroids. Ah, Teleportstation hier. Aha. Wenn das hier wieder nach oben geht, möchte ich dann doch mal unten lang gehen, weil möglicherweise steckt er ja da. Speicher? Schon wieder? Gut, es ist ja auch ein bisschen weit weg, aber hat nicht so viel Zeit gefressen. Meine Güte, wo führen sie uns hin? Jetzt tut sich langsam was. Also von mir aus kann Metroid kommen. Energie- und Missile-technisch möge ich mich nicht beschweren gerade. Aber wenn es dieser Raum ist, der wieder viele Versteckmöglichkeiten hat, dann bin ich weniger erbaut. Komm schon auf die andere Seite. Ja, hier so. Ah, da ist so ein... Oh, Gottes Willen. Komm her, Brudi. Als ob der jetzt nicht kommt. Hä? Hier
schlägt auch gerade nichts aus. Der wird sich aber hierhin verziehen. Schwör, schwör. Es schlägt stärker aus. This way! In jedem Falle. Ach komm, die Möglichkeit, dass er genau hier ist, ist doch recht hoch. Schon so viele Kampfräume jetzt. Über uns geht auch noch. Ich sehe schon einer da. Das ist. Der hat Bock, Spiele zu spielen. Und nicht unbedingt Uno oder Monopoly. Böse Spiele will er spielen. Gut, ich könnte jetzt lang suchen oder einfach, ne, ihr wisst schon, Aeon benutzen. Es kann sich eigentlich nur hier irgendwo befinden. Tut es aber nicht. Komm schon. Hier ist es. Hat er mir gerade eben noch nicht angezeigt, so in der Form. Das ist jetzt wohl die letzte Chance. Ey, wenn ich schon sehe, oder ahne wahrscheinlich, dass der sich jetzt in diese drei Räume alle verzieht. Haha! Neue Moves! Der kriegt was aufs Fressbrett, ey. Er verzieht sich. Wenn er schon so wegläuft, kann ich es mir hart denken. Aber es ist ein gutes Recht. Wäre ich so ein Gegner in so einem Spiel, ich würde auch natürlich tun, was ich kann. Jeder möchte doch irgendwo der Goomba sein, der Super Marios letztes Leben abzieht, oder? So, ich tippe einfach mal drauf, so von der Geografik. Dass er hier links ist, oder? Nein, wird schwächer. Gut, dann hat er sich in seinem spinnenartigen Konstrukt schon weiter verzogen. Wer weiß, wo dem seine Gänge langführen. Okay. Kämpfen wir hier weiter. Ja. Mach du nur, mach du nur. Mhm. Er macht auf jeden Fall ernst. Wenn ihr das so seht. Komm mal runter auf den Boden der Tatsachen, oder? Mit mir machst du solche Spielchen nicht. Und er flieht. Wie gern würde ich jetzt speichern irgendwie. Aber ich weiß nicht mehr, ob ich, wenn ich den Raum verlassen würde, ob der nicht sogar wieder voller HP hat. Jetzt kannst du wahrscheinlich nur noch hier sein, hä? Findest du hier? Hast du dir einen guten Ort zum Sterben ausgesucht? Ich hoffe für dich. Langsam kriege ich auch das spitz. Es wäre der Angriff gewesen, aber ich war lieber vorsichtig. Yes, wieder einer. Und das war ein harter, das sage ich euch. Metroids übrig. Und das soll es für heute gewesen sein. Puh! 3 Metroids in einem Part. Ich hoffe, das reicht für einen Daumen nach oben.
Wir haben was erreicht. Dann bis zum nächsten Mal. Ich freue mich auf euch. Bis dann und ciao.